Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone und wir spielen diesmal mit dem Classic Jäger im Standardmodus und let's do it, do it, just do it. Kennt ihr das? Shia LaBeouf? Just do it. Oder The Rock. Focus. Rexha gegen Thrall. Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Lasst die Jagd beginnen. Yo. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie der Stack aufgebaut ist. Aber es wird schon irgendwie laufen. Irgendwie wird das schon laufen. Oh, verseuchen. Das ist eigentlich die Karte, die fürs Late Game wichtig ist, wenn man mal ein bisschen das Board gefüllt hat. Ach, ich wollte auch immer noch meinen Kartenrücken ändern, aber what the fuck ist das für ein Kartenrücken? Das sieht nice aus. Komm jetzt. Holy moly. Padoli. Komm schon, bitch. Hau rein. Freedom. Freedom. Da 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 da. Bip, 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 bip. Dip, da da da. Da 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 da. Dip, da 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 da. Digga, was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Digga, man sollte schon zu Ende wichsen, bevor man dann anfängt, eine Runde Hearthstone zu starten. Yo, Bitch, das kriegst du voll zurück, man. So, und jetzt bitte, lass die Zeit direkt wieder runterlaufen. Ja, ja, ja. Komm. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ja, sehr schön. Und wir spielen gleich wieder schnell die Karte raus. Angriff. Fertig. Es bleibt nicht viel Zeit. Komm, lauf runter. Zeit, lauf runter. Ja. Fuck! Du kleine Snitch, Alter. Du kleine Snitch. Ich schwöre. Das ist so eine kleine, dreckige... Oh, Alter. Fuck, ey. Er hat alles versaut. Ja, das war ein bisschen unnötig von mir. Dass ich nicht den Erstblatt gemacht habe, dann wäre der Schaden wenigstens doch hingegangen. Da hätte es wenigstens Sinn gehabt. Fick dich, du Hund, Alter. Ich glaube, wir können die Runde schon fast abbrechen. An meiner Seite. Ja, ist richtig, Alter. Fick dich, Mann. Fick dich mal richtig, ey. Ich will diesen Kartenrücken, Alter. Ja, nächste Runde könnten wir Combo, ihn, Coin, ihn. Dann haben wir, kriegen wir auf jeden Fall nochmal drei Karten wieder. Das wäre schon ordentlich.
immer noch in Ordnung, aber wir müssen jetzt eigentlich, wenn er die jetzt weghaut, haben wir verkackt. Wir müssen jetzt den noch rauskriegen, um dann Verseuchen rauszuballern. Weil wir brauchen die Karten, die dann daraus entstehen. Sonst haben wir ganz schlechte Karten. Shit, da kommen sogar zwei raus. Fuck, das hatte ich vorhin nicht auf dem Zettel. Dann hätte das ja noch mehr Sinn gemacht, das danach zu spielen. Oh, ich Idiot. Fuck. Ja, komm, ey. Gib ihm wieder einen Spotter, ey. Ich glaub das nicht. Auf 10, aber der wird bestimmt noch was haben. Irgendwas in der Hinterhand. Irgendwas hat er bestimmt da noch. Irgendein Tricky. Tricky Ricky. Mag ich, aber Totems liebe ich. Sehr schön, haben wir gewonnen. Wunderbar, Mann. Hätte ich schon gar nicht mehr mit gerechnet. Danke. Ja, schön, haben wir uns schon wieder auf Platz 19 hochgelümmelt. So, jetzt hier nochmal ein 10er. Boni. Boni Maloney. Und dann ab in die nächste Runde. So, ich muss jetzt erstmal was trinken, Alter. Das ist mal eine gute Idee. Das ist mal eine gute Idee. Ich glaube, so chronisch hat auch fast jeder Mensch, dass er zu wenig trinkt, oder? Das ist doch bei uns allen gleich, oder? Ich glaube, fast jeder denkt so, wahrscheinlich immer so nach ein paar Stunden nichts getrunken. Oh, ja, irgendwie habe ich noch gar nichts getrunken. Passiert mir ständig, obwohl ich echt mittlerweile eine ganz gute Routine da reinbekommen habe, ein bisschen regelmäßiger zu trinken, aber es reicht trotzdem nicht, Alter. Weil das Ding ist auch, man kann, früher habe ich das immer so gemacht, warte mal, ich nehme mal den mit. Früher habe ich das immer so gemacht, ich dachte, ich habe angefangen stilles Wasser zu trinken, weil ich auch, Kohlensäure nervt mich immer irgendwie beim Trinken, weil gerade wenn ich viel trinken will und normal, und das ist das, was ich halt den ganzen Tag trinke, das sollte dann still sein. Und dann dachte ich immer so, yo, ich dachte so, ich bin ein Fuchs, ne, ich trick's das so aus, das System, und denk, yo, ich trinke dann einfach einen halben Liter oder einen Liter, wenn ich merke, ich habe wieder die ganze Zeit verpeilt zu trinken, und dann läuft das, und dann habe ich so irgendwann mal gehört, ja, man kann nur, der Körper kann nur irgendwie alle halbe Stunde, irgendwie 250 Milliliter verarbeiten oder einen halben Liter verarbeiten. Das heißt, ich glaube nur 250 sogar, weil bei einem halben wäre es okay. Einen halben haue ich nämlich öfters so weg, aber 250 kann der Körper, glaube ich, nur so richtig verarbeiten. Und somit habe ich immer ja, im Prinzip war das Überschuss und das hat man auch gemerkt, Alter. Man musste im Prinzip direkt pissen, ey, nach dem Trinken und der Körper wollte es direkt wieder loswerden. Joa. War dann eigentlich schon ganz geil. So, warte mal, den kann er jetzt gleich sowieso nicht mehr vernichten. Kämpf an meiner Seite. Das war's. Ja, holen wir mal den raus. Ja, deswegen auf jeden Fall. Auf jeden Fall
da nicht so viel Sinn gemacht und deswegen versuche ich jetzt immer das auf die Stunden aufzuteilen, aber das ist viel, viel schwieriger, da immer wieder dran zu denken, vor allem wenn man arbeiten ist, hat man überhaupt gar keine Zeit. Irgendwie, naja. Lass die Schmerzen sprechen. Nervig, Alter, richtig nervig. Und jetzt kann ich für ihn auch den panischen Kodo schon wieder nicht rausbringen. Ich jage allein. Richtiger Scheiß, Alter. Jetzt könnten wir nächste Runde den Saran hochmähen. Oder er spielt irgendwas Lashes, damit wir den panischen Kodo endlich vernünftig einsetzen können. Das ist doch super. Perfekt. Er ist wieder für gemacht. Drei Schaden, also drei Rüstung. Wo sagt drei Schaden, erhält drei Rüstung. Killt er jetzt wahrscheinlich auch gleich mit macht so viel Schaden, wie er Rüstung hat. Seid ihr mein Meister? Eure Diener halten euch für schwach. Ich jage allein. Schützt uns! 10 Rüstungen, euer Zetern mindestens. Alter, was? Dicke Wurz! Achso, warte mal. Machen wir mal. Ist besser. Läuft. Wir sind noch nicht geschlagen. K'Thun schützt uns! Ah, machen wir mal so. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass er trotzdem gleich den raushaut, mit der 7 Schaden noch macht. Jedes abgekackte Monster, was ich jetzt noch auf dem Board habe, kriege ich ein Wildtier auf die Hand. Also wir haben immer noch eine gute Chance. Was jetzt? Ich habe das Kriegsbeil ausgegraben. Hier geht's bald heiß her.
Fuck! Das ist ätzend. Und ich krieg hier nur Scheißwildtiere, ey. Das ist ja echt zum Kotzen. Ich jage allein. Ich hab das Kriegsbeil ausgegraben. Ich hab echt nur Scheißwildtiere bekommen, ne? Aber so richtige Scheißwildtiere. Ist natürlich ärgerlich. Feuer frei. Bringt ja sowieso nichts mehr. Sein Seetan ist ja schon gespielt. Und kann er damit ja sowieso nicht mehr. Sauber! Sieg! Und sonst Stufe 18. Läuft heute, Alter. Ich hab... Heute... Warte mal, was habe ich jetzt gemacht? 6 Runden gespielt und davon sind 5 Siege. Läuft. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Und dann sage ich, bleibt stabil und bis zur nächsten Folge.